Hallo, mein Name ist Ralf Buttke und in dem kurzen Lernvideo möchte ich euch zeigen, wie man Sensorflecke entfernt. Wir öffnen mal ein Bild dafür, auf Datei, öffnen, einmal Doppelklick auf das Foto, Foto öffnet sich, wir scrollen mal in das Foto rein und schauen mal, ob wir Sensorflecke bzw. einen Sensorfleck finden. Im ersten Moment würde ich sagen, hier ist keiner. Aber um das genau zu kontrollieren, gehen wir mal wie folgt vor. Wir machen von unserem Hintergrund eine Hintergrundkopie mit STRG und J. Gehen dann auf die Tonwertkorrektur, ziehen die Tiefen mal nach rechts, bis das Bild relativ dunkel wird und auch der Hintergrund. Aktivieren jetzt die Hintergrundebene, weil wir arbeiten ja auf der Hintergrundebene. Scrollen nochmal ins Bild rein und gucken mal, ob wir was finden. Und hier unten sind schon die ersten Sensorflecke. Ich persönlich arbeite am liebsten mit dem Bereichsreparaturpinsel. Man kann aber auch den Reparaturpinsel bzw. das Ausbesserungswerkzeug nehmen. Ich nehme mal den Bereichsreparaturpinsel, scroll noch ein bisschen mehr rein und mit einem Klick ist der Sensorfleck weg. Spitze immer so anpassen, dass etwas größer ist wie der Sensorfleck. Oder man zieht. Man kann auch die Spitze größer machen, indem man die Alt-Taste drückt, die rechte Maustaste. Und dann seht ihr auf einmal die Pinselspitze. Gehe ich nach rechts und halte es gedrückt, wird es größer. Gehe ich nach links, wird es kleiner. Gehe ich nach oben, bekomme ich eine weiche Pinselspitze. Gehe ich nach unten, wird es eine ganz harte Pinselspitze. Das könnt ihr auch wunderbar umsetzen in der gesamten EBV, die ihr macht. Wenn ihr mit dem Pinsel arbeitet, ist immer wunderbar. So, wir fahren jetzt nochmal nach oben und schauen mal, ob wir hier noch was finden. Ich glaube, da ist noch einer. Pinsel ein bisschen kleiner machen. Klick. Ja, ach, da sind auch noch zwei. Ich glaube, jetzt haben wir alle entfernt. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Tonwertkorrektur zu löschen. Das heißt, wir ziehen hier runter auf die Mülltonne. Tonwertkorrektur ist gelöscht und jetzt könnten wir unsere normale EBV weiterführen. Ich hoffe, euch einen kleinen Trick gezeigt zu haben und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Ralf.